Heute eine gute Erziehung nicht leichter. Wie führt man seine Kinder richtig ans Internet heran? Alles verbieten ist ab einem bestimmten Alter genauso falsch wie alles erlauben. Wenn man aber nicht ständig dabei sitzen will, dann muss man Inhalte filtern. Das Online-Portal YouTube bietet jetzt eine App dazu. Thomas Fedder berichtet. Wenn der 10-jährige Leon und der 8-jährige Niklas im Netz unterwegs sind, dann wissen sie eigentlich ziemlich genau, was sie suchen. Fußball? FC Bayern? Doch bei allen geschmacklichen Unterschieden, was hier online herumschwirrt, ist oft alles andere als jugendfrei. Eine echte Herausforderung für die Eltern, die nicht einfach verbieten wollen. Natürlich ist es immer ein Abwägen. Aber man muss halt immer versuchen, einen Mittelweg zu finden. In der heutigen Zeit geht es halt auch einfach nicht mehr ohne. Die Plattform will nun saubere Inhalte anbieten. Die Filmchen sind redaktionell ausgewählt. Die Suchfunktion hat einen Jugendfilter. Auch Zeit und Dauer können bestimmt werden. Für Jugendschützer ein Fortschritt. Wir wissen, dass viele Kinder YouTube sozusagen halt ungeschützt nutzen. Und von daher ist es natürlich wunderbar, dass es eine Kinderversion gibt. Auch die 9-jährige Nina startet über YouTube Kids ins Netz, gemeinsam mit ihrer Mutter. Denn klar ist, sicheres Surfen funktioniert nur, wenn die Großen die Kleinen nicht allein lassen. Wenn ein Kind eigenes Interesse zeigt und dieses Medium auch erkunden und testen möchte, dann können Eltern auch schauen, das Kind dabei zu begleiten und mit dem Kind gemeinsam auch diese Medien zu entdecken. Eines ersetzt die App nämlich sicher nicht, die Eltern. Ohne Betreuung und auch ein bisschen Kontrolle geht der Nachwuchs sonst schnell im Netz verloren.